Ja Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind nicht mehr im kaiserlichen Lager, wir sind auch nicht bei Feralda in der Akademie vom Winterfeste, sondern wir sind in der Drachenfeste, denn wir müssen uns auch noch bei dem Jarl melden. Das war noch so eine kleine Nebenquest, die wir bekommen haben, nachdem wir Weißlauf gerettet haben, und das machen wir jetzt mal eben schnell. Danke für euren Beitrag zu dieser Sache. Es wäre mir eine Ehre, solltet ihr Weißlauf zu eurer Heimat machen. Sprecht mit Proventus. Er wird die notwendigen Vorkehrungen treffen. Oh ja, das will ich. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Weil wir sind von Anfang an in Weißlauf, wir sind von Anfang an in Briesenheim und ich habe mich in Briesenheim eingerichtet, alles passt. Und deswegen, Proventus. Mögen die Göttlichen euch segnen. Ich würde gerne mein Zuhause... Über den euer Weg euch führt, erzittern. Entschuldigung fürs Dazwischenreden. Ich würde gerne mein Zuhause einrichten. Ihr habt bereits alle verfügbaren Verbesserungen gekauft. Leider habe ich sonst nichts mehr im Angebot. Ah, okay, ich verstehe. Genießt euren Besuch in Drachen. Das ist also, wenn man das irgendwie früher macht und noch kein Tane ist, dann wird man jetzt halt Tane und muss vermutlich die anderen Tane-Quests alle nicht machen. Ja. Das hat sich ja jetzt gar nicht gelohnt, aber ist auch egal. Und ich war offscreen bei Feralda und irgendwie, ich habe auch nochmal nachgelesen, es ist tatsächlich nur Zerstörung von 90 erforderlich, nicht wie von mir angenommen Zerstörung von 100. Aber irgendwie wollte mir Feralda keine Nebenquests geben, durch die ich die Meisterzauber erlangen kann. Komisch, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich werde es jetzt dann irgendwann nochmal probieren. Vielleicht geht es auch gerade nicht, weil wir in den Bürgerkriegsquests stecken oder so. Also mache ich wirklich erst die Bürgerkriegsquests fertig und probiere dann nochmal die Meisterzauber zu holen. Beziehungsweise werden wir das dann direkt im Anschluss machen. Jetzt aber wieder zurück. Guckst du zurück in die krasse Lager? Und dann steht uns wahrscheinlich die nächste große Schlacht bevor, wo ich schon wieder Bammel habe, dass sich wieder ständig das Spiel aufhängt. Ja, es lag vielleicht wirklich an einfach zu viel Action auf dem Bildschirm oder so. Kein Plan. Ungewöhnlich. Ich habe es jetzt auch nicht ohne Aufnahme probiert. Kann auch sein, dass es dann mit, wenn das Spiel läuft und die Aufnahme verbraucht ja auch nochmal ordentlich Ressourcen, dass das vielleicht einfach zu viel war, aber die Rechnerauslastung ist nicht mal annähernd bei 50%. Insofern wäre das schon sehr komisch. So, da sind wir im Lager und es sieht ja mal total cool aus hier. Leicht neblig. Wabernde Nebelschwaden. Rift, kaiserliches Militärlager. Da hinten ist Legat Ricke. Gibt's hier was zu holen für uns? Die Stelle, an der mich der Pfeil erwischt hat, schmerzt immer noch. Steigerung Gesundheit. Ich hasse Bogenschützen. Nehmen. Ach, hört schon auf zu jammern. Kann ich denn dich auch nehmen? Anscheinend kann ich den Drang tatsächlich nicht nehmen. Wer bist denn du? Kaiserlicher Soldat, wer hätte das gedacht? Gucken wir mal, ob hier vielleicht noch irgendwo Tränke rumstehen. Hier ist eine Truhe, die durchsuchen wir mal. Und nehmen 66 Gold mit. Das will ich aber auch meinen. Ein bisschen Belohnung muss sein, meine Freunde. So, dann. Gucken wir doch mal, was haben wir denn? Hier stand gerade Sturmmantel Winterfeste. Das wird dann wohl Festung Castav. Windhelm wird wahrscheinlich unser letztes Angriffsziel sein. Festung Amol. Schors Stein. Und auch Riften. Aber Riften holen wir uns jetzt zurück. Ivarstadt ist auch Sturmmantel. Nee, habe ich gerade nicht. Wenn wir die Karte angucken. Hier ist kaiserlich alles. Falkenring ist kaiserlich. Festung Sonnenwacht, Festung Graumor ist kaiserlich, das ist kaiserlich.
Okay, hier ist noch so. Okay, das hatten wir. Rorikstadt ist kaiserlich. Kartwasten und Markart ist Sturmmantel. Okay, alles klar. Der General und ich sind nicht immer einer Meinung, aber er ist die größte Hoffnung für das Kaiserreich und für Himmelsrand. Woll, melde mich zum Dienst. Für euch geht es Richtung Rifton. Meine Spione melden, dass der Vogt des Jarl, Anuriel, Abmachungen mit der Diebesgilde getroffen hat. Es wäre sehr peinlich für ihn, wenn die Öffentlichkeit davon Wind bekäme. Okay. Ihr müsst Beweise für ihre korrupten Machenschaften finden und sie verwenden, um sie zur Mitarbeit zu überreden. Hierfür müsst ihr verdeckt vorgehen. Die Wachen des Jarl sehen es nicht gern, wenn Fremde die Privatgemächer des Vogts durchwühlen. Ah, das kann ich doch nicht. Gut. Auf euch kann ich immer zählen, nicht wahr? Ja. Erzwungener Tribut. Finde Beweise. Ich habe Beweise dafür gefunden, dass es in Himmelsrand Holz gibt. Habe ich die Quest gelöst? Anscheinend nicht. Wir gucken sie uns mal an. Verschiedenes deaktivieren. Erobere Rift zurück. Finde Beweise. Legat Ricke, Anuria, der Pressbar ist erfuhr von einer Rechtsprecher, können Sie uns ja für immer in die Tür. Okay. Okay. Finde Beweise. Festung Nebelschleier? Ich reise da. Moment. Ich reise da gleich hin. Nachdem ich einen Quicksave gemacht habe. Direkt zur Festung. Jawohl. Jetzt bin ich schon wieder vors Mikro gestoßen. Weil nicht, dass wir hier jetzt ankommen und dann gibt's ordentlich aufs Fressbrett von Sturmwendeln. Kann ja gut sein. Weil, also verdeckt ermitteln ist definitiv nicht meine Stärke. Und für irgendwelche Schleichquests sind wir eh zu schlecht geskillt. Insofern, wenn es hart auf hart kommt, muss ich sowieso mich mit allen anlegen. Haben wir gar keine andere Wahl letztlich. Ich nutze mal den Ladebildschirm und schenke mir was zu trinken nach. Okay. Alles cool. Ich werde euch vernichten. Sind das wieder einfach nur Diebe? Cool. Brandschein, mit dir müssen wir reden. Zu dir. Ihr auf dem Markt vorbeikommen. Ich handle dort mit Spezialitäten aus Morrowind. Das fiel mir nämlich gerade ein. Wir haben ja ein Buch gefunden, genau, das bei eurer Suche helfen könnte. Lasst mich mal sehen. Ja, ja, das ist es. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das gefunden habt, Fremdling. Aber ihr habt Erfolg gehabt, wo ich versagt hatte. Cool, bitte, ne? Nehmt diesen Schlüssel. Mit ihm könnt ihr den Tresor unter meinem Marktstand öffnen. Nehmt euch daraus alles, was ihr wollt. Okay. Ich weiß wirklich zu schätzen, was ihr für mich getan habt. Danke, wo war denn Brandschall Stand? War das der? Ja. Amethyst, Granat, Rubin. Ein bisschen Heilung und ein Flammenzauberbuch. Na gut. Besser als gar nichts. Jetzt haben wir außerdem noch... Habe ich die denn schon abgegeben? Stopp! Wir warten erstmal, bis Tag ist. So 6 Stündchen. Da reden wir nämlich noch mit Balimund, denn wir haben auch die Feuersalze besorgt, die er haben wollte. Vielleicht aktiviere ich auch mal ganz kurz... Huch. Ne, wir gucken mal in die verschiedenen Quests rein.
Beziehungsweise aktiviere ich die alle mal und gucke einfach mal, was es hier in Riften noch zu erledigen gibt. Jetzt ist wieder etwas Chaos auf der Karte. Ich will die Karte von Riften. So, wir können nur noch zu Balimund zurückkehren. Alles klar. Dann Verschiedenes wieder deaktivieren. Und zu Balimund. Wollt wohl sehen, wie Balimund wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt, hä? Ja, ich habe Feuersalze gefunden. 10 Stück. Wunderbar. Die waren bestimmt schwierig zu bekommen. Na, ging. Ihr habt mein Geschäft gerettet und das Herz eines alten Schmieds erwärmt. Dafür danke ich euch. Ja, war mir ein Vergnügen. 1500 Gold. Na, das hat sich doch gelohnt. Würde ich Lasst mal sagen. Lasst euch wieder blicken. Ihr seid immer willkommen. So, dich durchsuchen wir. Dietriche, Edelstein, Elfendolch, nö, Gold, alles andere ist nichts für uns. So, hier gibt es schönsten dringt noch ein Quick Save. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal in die Festung und vielleicht sollten wir... Ich meine, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil für uns ist, dass wir hier Jarl sind oder ob uns das überhaupt noch was bringt, dass wir Jarl sind. Ich weiß nicht, ob es jetzt schlimm ist, wenn wir die kaiserliche Kluft anhaben oder ob das jetzt gerade egal ist. Wir werden es gleich sehen. Notfalls ziehe ich mich um. Zieh halt die Dedra-Rüstung an, sieht viel ungefährlicher aus. Okay, alles ist cool. Was benötigt ihr, mein Freund? Alles scheint cool zu sein. Harald, ich brauche eure Hilfe. Ja, Mutter, was gibt es? Diese Geschichte mit den Kanälen unter der Stadt. Offenbar gibt es Leute, die sie betreten haben und nun vermisst werden. Wisst ihr etwas darüber? Ja, ich habe von solchen Dingen gehört. Anuriel hat mir versichert, dass es sich hierbei nur um Erfindungen handelt. Ah ja. Hier unten gibt es nichts außer ein paar Skaterratten. Nun, sorgt dafür, dass Tag und Nacht Patrouillen unterwegs sind. Okay, dem Gespräch wollte ich jetzt... Stimmt es also, was man sich erzählt? Mal kurz lauschen. In Weißlauf hatten sie einen Drachen gefangen und ihr habt ihn befreit? Bei den Göttern. Warum habt ihr das getan, Mann? Natürlich. Weil ich auf ihn fliegen wollte, sonst wäre ich doch nicht nach... Ich freue mich schon darauf. Namen vergessen gekommen. Hier Dungeon und so. Es spricht und dann sich ab herum wie magisches zu... Feuer. Ach ja. Die große teuflische Bedrohung. Und dann ab zu Alduin. Ihr habt uns tatsächlich alle gerettet. Kann ich hier rein? Aber natürlich. Sagt ihr das hier in Ordnung? Maven ist eine der wenigen, der ich vertraue und ich gebe ihr sehr gerne meinen Segen. Ja, gnädige Frau. Ich werde ihr die gute Nachricht über... Ich öffne mal die Vitrine. Vielleicht war es auch gar nicht in der Vitrine. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch alle schnappen. Tanz mit dem Feuer bringt uns jetzt gerade nichts. Vielleicht auch einfach nur in der Kommode. Ah ja. Kleidung nehmen wir mal nicht mit. Wir gucken mal, ob das jetzt gut geht. Weil die Tür war ja zu, wir haben nichts gemacht. Machen die Tür hinter uns auch wieder zu. Oh, schöne Schüssel. Oh, toller Kerzenständer. Speichern. Ich mache hier nichts mehr ohne Zwischenspeichern. Lieber Anuriel. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt von Jarl Laila. Erkennt ihr das hier wieder? Nicht hier. Kommt mit. Bleibt in meiner Nähe, dann lassen die Wachen euch in Ruhe. Okay. Es lebe das Drachenblut. Das Langsamlaufen funktioniert insofern, bringt insofern nichts. Ihr seid vermutlich hier, um mich zu erpressen. Huch. Hab ich recht?
Weil wir durch die schwere Rüstung... Was wollt ihr? Weil wir durch die schwere Rüstung langsamer laufen und deswegen eh nicht hinterherkommen. Ihr Rebellen kriegt es ganz gut selbst hin, euch zu zerstören. Soldaten, die Botengänge erledigen. Wie wäre es, wenn der Brief bekannt wird? Das würde mich ruinieren. Ich habe mir hier etwas aufgebaut. Auch die Yara profitiert von meinen kreativen Abmachungen, obwohl sie das niemals zugeben könnte. Layla ist eine einfache und konservative Frau. Sie ist dadurch leicht zu manipulieren. Doch wenn ihr sie beleidigt, werdet ihr ihre Gunst niemals zurückgewinnen. Bitte, können wir uns nicht irgendwie einigen? An welches Abkommen habt ihr gedacht? Oder nehmen wir mal das erste? Aha, ihr seid also ein Spion der Kaiserlichen. Interessant. Ich habe nicht besonders viel für die Sturmmäntel übrig. Und dasselbe gilt auch für das Kaiserreich. Toll. Euer Krieg macht es einer findigen Frau nicht leicht, ihre Interessen zu verfolgen. Vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, wie wir beide von dieser unglücklichen Entdeckung profitieren können. Okay. Was, wenn ich euch von einer großen Gold- und Waffenlieferung erzählen würde? Ja. Sprecht weiter. Ich bin doch nicht dumm. Ihr erfahrt, was ihr wissen müsst, wenn wir uns geeinigt haben. Ach komm schon. Von wie viel reden wir hier? Genug, um im Krieg einen entscheidenden Unterschied zu machen. Okay, und wie wär's jetzt mit etwas für mich? Nun, ich... Mir bleibt wohl kaum etwas anderes übrig, nicht wahr? Genau. Also gut, ich hoffe, ein fetter Geldbeutel voller Septime wird reichen. Haha, cool. Gut abgemacht, wo finde ich diese Lieferung? Sie bringen sie mit dem Wagen nach Windhelm. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie noch ein. Die Karawane kommt sicher nur langsam voran. Die Lieferung ist ziemlich schwer und wird von vielen Männern bewacht. Und jetzt lasst uns so tun, als hätte dieses Gespräch nie stattgefunden. Okay. Melde dich bei Legadricke und dann geht's ab zur Karawane. Die Karawane zieht weiter, der Sultane durcht. Der Sultane durcht. Der Sultane durcht. Das schwirrte mir gerade im Kopf rum. Ja, und ab wieder zu Legadricke. Die wird sich freuen, von der Waffenlieferung zu hören und wird uns mit dem nächsten Auftrag beauftragen. Was für ein Satz. Na komm schon, Ladebildschirm. Ich will in dieser Folge noch mit Dricke sprechen, dass wir uns dann in der nächsten Folge der weiteren Quest widmen können. Der Weg ist doch nicht so weit, sind doch nur 5 Schritte. Da wäre ich schneller gewesen, wenn ich gelaufen wäre wahrscheinlich. So, liebe Ricke. Bleibt wachsam. Ich hab da Neuigkeiten. Schwupp. Habt ihr eine Meldung für mich? Ja. Hä? In welche Richtung muss ich gehen? Anuriel sagt, dass eine Goldlieferung nach Windhelm unterwegs sei. Erstklassige Arbeit. Ich wusste, dass ihr mir etwas Brauchbares bringt. Zufälligerweise habe ich einige Kundschafter entlang der Straße. Trefft euch mit ihnen und versucht gemeinsam die Karawane zu überwältigen. Ah ja. Trifft die Männer. Wo treffen wir denn die Männer? Auf dem Weg nach Windhelm. Ja, schon klar. Da. Schorstein wäre, glaube ich, schlecht. Das ist, glaube ich, Sturmmantelfestung, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war das Grüne? Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall werden wir dann... wir könnten auch von hier mal gehen. Und diesen Weg gehen. Den sind wir, glaube ich, noch gar nicht gegangen. Oder wir reisen zu Schorstein. Oh.
Okay, jetzt habe ich hier wieder was markiert. Das mache ich offscreen wieder weg. Und wir werden uns dann auch offscreen irgendwo wiedersehen, von wo aus wir dann zu den Männern starten. Ich weiß noch nicht genau von wo. Aber irgendwo hier sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Also Leute, bis dahin. Ciao, ciao.